Moin, hier ist Chris für Teuer Pater Spiele. Gandhi habe ich heute dabei. Ein Coinspiel. Ja, mal wieder ein Coinspiel. Wir haben es ja auch schon letztens im Livestream gehabt. Wir haben auch einiges gemacht in letzter Zeit oder auch überhaupt in der ganzen Zeit, die wir da sind, zu Coin. Denn es ist einfach eine Spielserie, die es mir schon auf jeden Fall angetan hat. Vom System her, vom Grundsystem her, von den Hintergründen, also von den Settings, die diese Serie bietet. Es ist ein Spiel von GMT. Es ist für 1 bis 4 Spieler spielbar, richtig gut. Entfalten sich diese Coins meiner Meinung nach eigentlich in der Regel, wenn man sie in voller Besetzung spielt. Denn da hat man wirklich so dieses Tauziehen, diese Zwietracht und dieses Zwiegespräch, das da eigentlich ständig vorherrscht, wirklich perfekt am Tisch. Denn das kann kein Bot der Welt liefern. Nun ist es so, dass Gandhi aber einen abweichenden Solo-Modus hat von den anderen Spielern. Die anderen hatten so Bots, die so nach Flowcharts liefen. Gandhi hat jetzt so ein Kartensystem als Solo-Modus, überhaupt als Ersatz für nicht mitspielende Spieler. Das möchte ich nochmal ausprobieren, auf jeden Fall. Aber an dieser Stelle geht es jetzt hier um die volle Pracht, sage ich mal, Gandhi zu viert. Das haben wir ein paar Mal gemacht und das ist jetzt auf jeden Fall ready for review. Geschichte ist natürlich ein großes Thema in diesem Spiel, bei allen Coin-Spielen, bei allen GM oder bei vielen oder bei den meisten GMT-Spielen oder überhaupt Wargames sowieso. Wir sind hier in der Zeit von 17 ungefähr bis 47, so kann man eigentlich so, ne, wird so gesagt, 17 bis 47. Gandhi, Rechtsanwalt, studiert in England, bei der Kolonialmacht, im Hause sozusagen in London, war lange Zeit in Südafrika, Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich da eingesetzt für die Gleichberechtigung der Inder, und ist dann aber eben nach Indien gegangen, um dort eben mit dem Indischen National Congress, den es hier auch als volle Fraktion gibt zum Spielen, sich dafür einzusetzen, dass eben diese Kolonialmacht in England aus Indien verschwindet. So. Und das hat er eben nicht getan, das ist eben so das Charakterisieren, indem er zu großen Revolten aufgerufen hat, irgendwelche Putschversuche unternommen hat, zum bewaffneten Widerstand oder Bürgerkrieg aufgerufen hat. Nein, vollkommen pazifistisch hat er das Ganze gemacht. Und so gab es eben verschiedene Fraktionen zu dieser Zeit im Land, die da am Rühren waren. Es gab natürlich auch Revolutionäre, die mit aller Macht diese Kolonialmacht raushaben wollten. Auch die sind fest charakterisiert hier im Spiel, gibt es hier als Revolutionaries, als Fraktion. Es gibt natürlich die große, breite Rajmacht, die eben dieses koloniale, imperiale England hier symbolisiert, zum einen mit eigenen britischen Truppen und zum anderen mit sogenannten Sepoys, den indischen Truppen unter britischer Fahne. Und dann gibt es hier noch die Muslim League, die sich fast ein bisschen ähnlich spielt zu Gandhi selber eben, also zu Gandhis Indian National Congress Fraktion, denn sie ist ganz einfach ebenso friedlich. Ja? Und das ist das Neue jetzt bei diesem neuen Coin eben. Es gibt 2 Non-Violent-Fraktionen. Ne? Wir haben also eben von Gandhi gesprochen, der das Ganze pazifistisch gelöst hat, eben mit zivilem Ungehorsam, mit Streiks und ohne Gewalt ganz einfach. Und genauso geht hier in diesem Spiel auch die Muslim League vor. Die gründen Staaten, das ist also ihr wichtiges Kalkül, um Punkte zu machen und um auch Vorherrschaft zu kriegen, also in Gebieten, also Regionen Control zu haben, sozusagen. Und gründen eben Staaten und gehen so ein bisschen Hand in Hand mit der Gandhi-Fraktion, also mit dem Indian National Congress. Und ganz einfach, ja, das sind so ein bisschen Brüder im Geiste, sage ich mal. Und das passt auch thematisch, denn wenn man sich so ein bisschen reinliest wiederum in die Geschichte, ist es eben so auch, dass Gandhi gleichzeitig auch für eine Aussöhnung mit den Muslimen, ne? Gandhi war Hindu, und dass er auch für eine Aussöhnung mit den Muslimen eingetreten ist. Und so gibt es hier in diesem Spiel, ich zeige das jetzt mal hier auf dem Brett, jetzt seht ihr eben auch schon was vom Spiel, das ist so die Grundaufstellung der Main-Kampagne, zeige ich gleich nochmal genauer. Habe ich hier 2 Tracks. Das ist eine Sache, die gab es bisher nicht in Coin-Spielen. Ein Unity-Track, das ist eben so ne, die Einheit. Wir haben hier also die beiden Farben, die grünen Muslim League, den orangen Indian National Congress. Und wir haben hier den Restraint-Track. Der wird so ein bisschen gesteuert von den etwas gewalttätigeren Fraktionen, aber auch da können die so ein bisschen gegenwirken, die Non-Violent-Fraktionen. Und wenn das oben ist, sind viele Sachen teurer für viele, zum Beispiel das Basenbauen für die Revolutionaries, aber sinken beide auf 1, fällt Indien in die Krise. Diese Krise bringt wiederum allerdings für alle so ein bisschen Vorteile, für manche aber ein bisschen mehr. Und man muss mit dieser Krise allerdings auch sehr stark jonglieren im Spiel. Das ist also, wenn wir einsteigen, ist es wirklich so der erste große Punkt. Man muss mit dieser Krise jonglieren, denn diese Krise bringt zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Spiel unter Umständen meinem Gegner mehr als mir gerade. Das heißt, ich kann sagen, ich habe natürlich jetzt einen Vorteil, wenn jetzt die Krise kommt,
aber mein Gegenüber oder einer meiner Gegenüber hat eine viel, viel größere Chance oder beziehungsweise viel, viel größere Gelegenheit, einfach jetzt das Ganze für sich zu entscheiden. So, nächster Punkt. Das Ganze für sich zu entscheiden ist eben auch wieder so ein Ding. Wir haben also komplette asymmetrische Fähigkeiten, wir haben komplette asymmetrische Startbedingungen, komplett asymmetrische Siegbedingungen. Ja, das ist einfach so, denn Coin steht eben dafür, dass unterschiedliche Fraktionen nebeneinander dargestellt werden können und eben auch gegeneinander antreten können. So habe ich eben die große britische Rajmacht, also diese Kolonialmacht vom Imperium gesteuert, die Ressourcen hat bis zum Abwinken, sehen wir hier an diesem Marker 34 Ressourcen allein am Start und 8 Ressourcen für die Revolutionaries. Ne? Und es kommen auch nicht so wahnsinnig viele nach für die Revolutionaries. Ne? Während dann aber die anderen dann so ein bisschen so aus dem Volk leben und dementsprechend keine Ressourcen haben, ne? Für ihre Aktionen brauchen. Das Ganze sich aber irgendwie anders so ein bisschen finanziert. So, ich habe hier den Gandhi-Marker. Und wie ihr hier seht auf dem Brett, auch sehr thematisch, so ein Foto drauf von Gandhi im Jail. Gandhi verbrachte ziemlich viel dieser Zeit, in der er gekämpft hat, auch in Gefängnissen ganz einfach. Denn er war eben sehr, sehr unbeliebt, das ist klar, oder unliebsam, sagt man, glaube ich, besser. Und dementsprechend auch das thematisch, auch das kann eben die indische Kolonialmacht machen, aber man kann ihn natürlich auch befreien, die englische Kolonialmacht, Entschuldigung. Wir haben hier natürlich Indien, wir haben hier die Städte. Nächster Unterschied zu vielen anderen Coins ist eben, die Städte hier sind auch nur mit einem Punkt, ne, Population versehen. Das heißt, bei ganz vielen anderen Coins, wie zum Beispiel Saigon, wenn es also um Fire in the Lake geht, Vietnamkrieg oder Havanna bei Cuba Libre, das sind alles sehr mächtige Städte. Das heißt, wer die regiert, der hat auch einen Großteil der Punkte. Hier ist es also nicht so. Ne? Das heißt, man muss sich wirklich breit aufstellen auf der Karte, was die ganze Sache sehr, sehr viel dynamischer macht. Ne? Man ist also nicht so da, dass man also praktisch, ich habe jetzt die Stadt, jetzt versuche ich die irgendwie zu sichern, was natürlich sowieso mit den kleinen Fraktionen oft nicht funktioniert, aber eben auch dem Herrn Rasch nichts bringt. So, ne? Und der Rasch ist vom Spiel her sehr genial gemacht, denn er spielt im Grunde ein klassisches Area-Control-Spiel. Aber diese Area Control hat zwei total geniale Elemente, finde ich. Und zwar ist das eine, ist ganz einfach, dass dieses Area Control so wirkt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier Bombay, ne, wir werfen mal einen Blick hier auf Bombay, da habe ich also 4 Truppen drin, 3 Sepoys, das sind die Weißen und eine britische Truppe. Und ich habe hier 2 Aktivisten drin, ne? Einmal die Muslim League, einmal der National Congress. So, das steht jetzt allerdings trotzdem noch 4-0, was die Area Control angeht, denn nur wenn die aktiv werden, man muss sie sehen, und wenn sie aktiv werden, machen sie was, dann können sie allerdings auch angegriffen werden. Dann zählen sie gegen gegen die Stadtmehrheit. Das wären zwar immer noch 4-2, kämen jetzt aber hier diese beiden Revolutionäre noch dazu. Wir wären bei 4-4, die Kontrolle wäre weg für die Stadt und dementsprechend auch ein Siegpunkt weg. Ja, das ist auf jeden Fall eine lohnende Sache, wie man so ein bisschen dagegen anarbeiten kann, wie es sich also eben auch lohnt, nicht die ganze Zeit nur in Deckung zu bleiben, sondern wirklich auch mal rauszukommen aus der ganzen Geschichte und zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Aktion bringt mir was und gleichzeitig nehme ich eben auch noch die Kontrolle über die Stadt. Punkt. Und damit ist er 2-3 Punkte los, ich bin 2-3 Punkte höher, ne, und dichter an meinem Sieg dran. Wenn wir hier gucken, das ist nämlich sehr, sehr aufgefächert. 15 Punkte braucht die Muslim League und die Revolutionaries. Das setzt sich zusammen aus gebauten Basen bei den Revolutionaries und Unrest-Markern. Ne, bei der Muslim League geht es Zufriedenheit im Volk, sage ich mal so. Also wie ist das Volk mir zugewandt, beziehungsweise opposed zu den Briten und gegründeten Staaten zum Beispiel und Control. Ne, denn auch die haben Control, während Control die anderen beiden Fraktionen überhaupt nicht interessiert. Also es gibt also wirklich nur eine Muslim-State-Control und es gibt die Control der Kolonialmacht, der Raj. Ja, ne, und Gandhi lebt von der Opposition, ne? Passive Support ist nicht das, was er braucht, sondern er muss diesen Passive Support wegbekommen und Oppose hinkriegen. Oppose nützt aber gleichzeitig eben, Sie sehen das hier ist grün-orange, auch gleich wieder der Muslim League. Also das heißt, man muss sich die spielen so ein Stück weit zusammen, muss man sie aber rechtzeitig irgendwo abnabeln, denn sonst hieft man den anderen so ein bisschen auf den Thron. Also ganz geniale Elemente drin. Ich finde sie sehr, sehr spannend zu spielen, also dieses Spiel. Ich habe also, wie gesagt, diese klassische Area Control, ich habe die Revolutionary, ich sag mal, so ein bisschen als Radau-Brüder-Unruhestifter hier drin und
die auch sehr straight spielen können, aber sich eben auch sehr breit aufstellen müssen, um Punkte zu machen, denn sie müssen Unrest-Marker verteilen über das ganze Land, das heißt also praktisch ihr Aufstand muss ein, ja, das muss ein Volksaufstand werden. Und auf der anderen Seite habe ich dann eben die Non-Violent Forces, oder Non-Violent Force, klingt so ein bisschen heftig, aber die Non-Violent Fraktionen, die da so ein bisschen ja, heimelig will ich gar nicht sagen, aber anders an die Sache rangehen, die aber auch wirklich herausfordernd zu spielen sind. Das macht's interessant, das macht es auch jetzt nach, sagen wir mal, was haben wir denn hier, welche Nummer haben wir denn drauf? Coin Nummer 9. Nach 9 Coins auch immer wieder nochmal frisch, so, ne? Und zusätzlich zu diesem, was ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich eben die ganz klassischen Geschichten. Ich habe diese Kommunikationsrouten, sind es bei Fire in the Lake, hier sind es Eisenbahnverbindungen, die versorgen halt, die kann man bestreiken, die kann man besetzen, um also die Versorgung der Briten ein bisschen zu kappen. Ich habe dieselbe geniale, sage ich immer wieder, Sequence of Play, ne, wo ich also wirklich sage, was macht der erste Spieler? Ne? Das wird von diesen Karten abgelegt, also jede Runde beginnt mit so einer Eventkarte. Hier oben sehe ich anhand der Symbole, in welcher Reihenfolge gespielt wird. Jede Runde sind 2 Leute dran. Wenn also jetzt zum Beispiel hier die Revolutionaries direkt eine Aktion machen und danach der Indian National Congress, sind in dieser Runde diese beiden Fraktionen nicht mehr dran. Dann sind die aber, die jetzt die Aktion gemacht haben, wenn wir jetzt hier gucken, in der nächsten Runde nicht mehr berechtigt, ne? Ineligible, was zu machen, und in der nächsten Runde sind auf jeden Fall die dran. Man kann also so ein bisschen gucken, man kann aber auch im richtigen Moment passen. Wenn man zum Beispiel also jetzt, und das ist wieder so ein, das ist das, was dieses Spiel eben auch ausmacht, das Spiel mit der Spielreihenfolge. Also, ne? Wenn ich also jetzt sehe hier, ich bin hier Erster als Revolutionary und da auch, und sage, wenn mir diese Aktion hier jetzt vielleicht doch besser passt, dann passe ich doch einfach, bin jetzt hier nicht dran, bekomme noch eine Ressource durchs Passen, und bin aber auf jeden Fall unverhinderbar bei diesem Event dran. Ne? Events, wieder ganz klar, alles unterlegt mit zeitgenössischen Fotos. Ich bin ja nicht der Fan von Fotos in Spielen, habe ich schon öfter gesagt. Bei Geschichte ist es anders, wenn es da was gibt. Finde ich, passt das Ganze auch. Da muss es nicht gezeichnet sein. Also, ne? Bei Filmen und so habe ich da so ein bisschen Probleme. Und das Ganze auch wunderbar aufgearbeitet im Playbook. Ne? Das ist auch wieder ein wirklich dicker Wälzer, das Ganze. Ne? Wo also auch sämtliche Karten dann nochmal erklärt werden, wie das denn so reinkommt, wo viel über das Spiel erzählt wird. Extended Play ist drin. Also man kann das wirklich sich wunderbar alles herleiten hier in dem Spiel. Da macht GMT wie immer perfekte Arbeit. Ne? Das ist einfach, da gibt es nichts zu meckern, ganz einfach. Das ist so. Ne? Und wenn ich dieses System, wenn wir nochmal zu der Sequence of Play zurückkommen, auch das ist ja immer so ein Waagehalten hier, das ist so genial, dieses Element, kann ich immer wieder nur feiern, also in jedem Coin. Es ist, ich gucke, was mache ich, und je interessanter oder mächtiger das für mich ist, was ich mache, je mehr Optionen gebe ich im Grunde auch dem Spieler nach mir. Aber je mehr ich mich einschränke, je mehr schränke ich ihn auch ein. Ne? Das kann ich also wirklich taktisch, strategisch ganz, ganz gezielt nutzen, um zu sagen, okay, ich mache in dieser Runde nicht so viel, ich muss ja doch gar nicht so viel machen, aber du müsstest eigentlich, du kommst nicht dazu. So, ne? Oder ich kann sogar, also ich kann passen, um Spieler für diese Runde aus dem Spiel zu nehmen. Also ich habe da wirklich, also wenn man unterschätzt diese kleine Tabelle, da geht so viel mit, die alleine ist die volle Punktzahl schon fast wert, die wir hier vergeben, so muss ich sagen. Das ist wirklich geniales Knobeln, Setting, Thema, kommt alles oben drauf. Punkte kommen gleich. Gewinnen kann ich das Spiel nur in den Campaign-Phasen. Das heißt, alle paar Karten, ich mische diese rein nach einem zufälligen System. Ich habe also 12, also im Main-Szenario, was wir hier sehen, habe ich 4 Kartenstapel, A12 Karten, und in die untersten 6 kommt immer so eine Campaign-Karte. Nur wenn diese Campaign-Karte kommt, nur dann kann ich das Spiel gewinnen. Überhaupt. Ne? Da gibt es so eine Campaign-Phase. Als erstes wird geguckt, habe ich mein Ziel erreicht, ne? Von dem ich vorhin gesprochen habe. Wenn das nicht so ist, wird die Campaign-Phase durchgespielt und wir spielen weiter bis zur nächsten Karte, dann wird wieder gecheckt. Ansonsten ist das Spiel zu Ende in dem Moment. So, ne? 4 Campaign-Phasen hat das Spiel. Wenn nach der 4. Campaign-Phase immer noch kein Sieger durch seine Siegbedingungen feststeht, was durchaus passieren kann, dann wird abgerechnet. Dann ist das Spiel auf jeden Fall zu Ende. Das heißt also, man spielt nicht unendlich weiter. Denn das Spiel hat definitiv so ein King of the Hill-Aspekt. So, ne? Das kann sich ziehen, man kann sagen, okay, Spieler XY sitzt jetzt auf seinem Hill, hat jetzt seine Punkte, und dann gehen alle auf ihn drauf. Und dann kloppen die ihn wieder zurück und dann kommt die Campaign-Phase, keiner hat gewonnen. Ne? Der Rest der Campaign-Phase ist dann oft so ein Regroupen, Versorgen der Einheiten, noch so ein bisschen drehen an der Propagandaschraube, also eben um die Bevölkerung noch so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. Solche Sachen macht man da. Aber wenn keiner gewinnt, geht's weiter.
Und dadurch, dass es aber eben vier Karten sind, die man spielt, ist es eben absehbar, wann Ende ist. So, ne? Das ist aber vielleicht für manche so ein kleiner Nachteil, den das Spiel haben kann. Es zieht sich nicht. Also ich finde Coin immer spannend, vom ersten bis zum Ende. Die Zeit verrinnt. Wie im Fluge. Und ich denke immer, auch Mensch, eigentlich könntest du noch. Dann, das ist ähnlich wie bei Twilight Imperium, so von, bei mir vom Effekt her. Es dauert nicht so lange wie Twilight Imperium, aber es ist oft schwer einzuschätzen. Ich kann, also sollte mich nicht abends um 8 hinsetzen, an einem vielleicht Mittwoch, und sagen, okay, wir müssen morgen alle um 8 bei der Arbeit auftauchen, aber trotzdem spielen wir jetzt eine Runde Coin, das ist eh in 2 Stunden durch. Muss nicht sein. Kann, ne, dauern. Was ich auch oft festgestellt habe, ist, dass mit Beherrschung des Spiels die Spielzeit auch einfach exorbitant ansteigt. Also, das hatten wir also bei einigen Coins, dass man also wirklich das Spiel zuerst spielt, so ein 2-, 3-, 4 Stunden Rahmen, ne, je nachdem wann die Karte kommt und wie man dann so aufgestellt ist, dann kann das passieren, dass jemand vielleicht sogar durch Zufall gewinnt, weil man es einfach noch nicht so auf dem Schirm hat, die Kontrolle über das Spiel einfach noch nicht so hat. Je mehr das aber passiert, je mehr verhindert man es und je länger dauert es eben dann, bis jemand gewonnen hat. Und so ist es eben genauso, wenn man sagt, okay, ich hatte ja von diesem zufälligen Sieg gesprochen, ist es schon oft ratsam, dass man so ein Spiel vielleicht in so einer Gruppe sich gemeinsam erarbeitet, ganz einfach. Ne? Und dann, also, dass die Abstände nicht zu groß sind. Also, Leute zumindest Coin-Erfahrung haben, mit denen man öfter spielt. Und es ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man sagt, okay, wir spielen zu dritt und suchen uns jedes Mal einen dazu, der noch nie einen Coin gespielt hat. Der hat nicht so viel Spaß auf Dauer, glaube ich, ganz einfach, weil das Spiel wächst einfach mit einem. Das hat eine enorme Einstiegshürde und man muss sich da wirklich Bereitschaft haben, da reinzugehen. Aber wenn man sich so ein bisschen interessiert für die Settings, ne, also dann ist man da auf jeden Fall total gut bedient. Aber man muss diese Bereitschaft einfach so ein bisschen mitbringen. Das ist ganz einfach so. Ne? Und dann bekommt man hier also ein wunderbar thematisches Spielerlebnis. Und es ist kein klassisches Wargame. Das ist also ganz wichtig. Natürlich wird hier auch bei Kämpfen zum Teil gewürfelt. Manchmal wird auch ganz wenig gekämpft einfach. Ich würde es als Polithistorien-Konfliktspiel irgendwie bezeichnen. Also klassisches Wargame geht irgendwie anders. Es sind ja auch lokal begrenzte Konflikte. Es ist nicht zwingend ein Krieg, um den es hier geht. Fire in the Lake ist mal ausgenommen oder sowas. Oder der Gallische Krieg. Aber was das Spiel eben auch ganz häufig bietet, ist die Möglichkeit, sich in so ein kleines Setting, von dem man vielleicht gar nicht so viel gehört hat bisher, einfach reinzudenken, reinzuversetzen und dann einfach vielleicht auch Spaß dran zu entwickeln, sich da tiefer mit zu beschäftigen. Ne? Wir kommen mal ein bisschen aufs Brett, einfach mal, um so ein paar Sachen nochmal zu zeigen, die einfach wirklich gut gemacht sind. Es gibt natürlich ein Stacking-Limit. Das bezieht sich aber nur auf die Basis Stacking Limit. Ganz knallharter Quatsch, ganz klassischer Cosin-Begriff. Das ist eben das, was ich in so einer Region haben kann oder in einem Hexfeld, hier in diesem Fall eben eine Region. Total großartig gemacht. 2 Fraktionen hier können Bases bauen. Das ist die Muslim League und das ist der Revolutionary. Das sind diese Scheiben hier. Und ich habe in jeder Region 2 von diesen Plätzen, um eben die Scheiben zu kriegen. Wenn die durch sind, sind die durch. Also das ist einfach, ne, dann sieht man hier, ich kriege ja Siegpunkte für Bases und wenn ich hier unten hingucke, Available Bases, ne, kann ich hier direkt sehen, wie viele sind denn schon verbaut, wie viele Siegpunkte habe ich dadurch. Das ist also wirklich alles so, ja, die wissen halt, wie man so ein Brett anordnet, mit seinen Tabellen, mit seinen Leisten, mit seinen Boxen. Ich habe hier also auf einen Blick alles und kann direkt im Grunde durchstarten mit der ganzen Sache. Das ist wirklich sehr übersichtlich gemacht. Ich habe Available Forces, aus denen kann ich praktisch meine Nachhut ziehen oder meine Verstärkung holen. Ich habe allerdings auch Out-of-Play-Forces, die kann ich mir nicht ohne weiteres besorgen. Da muss ich also mich schon ein bisschen erstrecken, um die zu bekommen. Oft über Events. Ne? Aber wenn hier meine Available-Forces-Box eben leer ist, kriege ich auch nicht mehr aufs Feld. So, das ist, allerdings muss ich die wieder in der Campaign-Phase, zumindest der Engländer muss sie ernähren. Also das ist alles, ich habe sehr, sehr viel Dilemma, sehr, sehr viel Entscheidungen zu treffen und es lebt eigentlich wirklich so vom Dilemma und von den Entscheidungen, die ich treffen muss, mit jeder Karte wieder, was möchte ich tun? Möchte ich spielen? Möchte ich vielleicht spielen, aber ein anderer soll auf keinen Fall spielen? Ist es dann vielleicht nicht ganz so wichtig für mich? Ich wiederhole mich, genial. Also ein System, das wirklich toll ist und das, ich sage mal, auch wenn man jetzt, natürlich ist es immer noch sehr weit weg vom klassischen Euro-Game, aber es hat Euro-Elemente und ich denke, dass sich hier auch so der ein oder andere klassische Eurogamer wiederfinden könnte und sagen, okay, das ist was ich mir mal angucken würde, so ein Coin zum Beispiel. Ne? Und dementsprechend, ich kann das nur empfehlen, da mal so einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich das Ganze einfach mal aufzuladen oder vielleicht erklären zu lassen und einfach mal mitzuspielen. Na, vielleicht
ist ja jemand bereit, das Ganze mit angezogener Handbremse zu spielen. Auf jeden Fall, von mir gibt es hier volle 9 Punkte. Dieses Spiel ist genial. Das macht einfach Spaß. Das System ist genial. Es ist dermaßen gut strukturiert, dass ich diese Regel im Grunde jetzt nur für die Rezension gelesen habe. Nicht fürs Spiel. Fürs Spiel haben wir uns das wirklich anhand des Wissens, das wir über Coin hatten, ne, man guckte dann eben in die Spielhilfen, was können die Fraktionen, dann hat man so in der Regel eigentlich so die Besonderheiten drauf, die das Spiel hergibt, ne, und das ist wirklich gut gemacht. Ne. Also ich habe wirklich diese verkürzten Regeln hier, was können sie. Gehen die Meinungen oft ein bisschen auseinander, ist das genug, was da steht? Ich finde, in der Regel reicht's. Wenn man was hat, kann man nochmal schnell nachgucken, aber man tut es nicht ständig. Man hat zwar ständig diese Spielhilfe in der Hand, so, ne? Weil also das Ding ist eben, dass ich muss wissen, was kann ich als Hauptoperation, was sind meine Special-Fähigkeiten, die ich dazu kombinieren kann, und was können eben die anderen. So, ne? Und dadurch entsteht eben die Komplexität, was folgt darauf, wenn ich das mache, oder was kann ich machen, wie um das auf das andere zu reagieren. Und ich hatte noch eben gesprochen von Special-Fähigkeiten und Operationen. Das ist eine Sache, die kann ich eben verbinden. Und auch da entstehen eben Dutzende von Möglichkeiten, denn ich kann sagen, ich mache mal eine Operation, aber diese Special-Fähigkeit, wenn ich sie dazu spiele, ne? Wenn ich sie dazu spiele, ermögliche ich, wie gesagt, das hatten wir schon, meinem nachziehenden Spieler auch so ein paar Dinge. Aber wenn ich sie dazu nehme, kann ich das davor, während oder danach machen. Das ist also wirklich, das sind Möglichkeiten, die dadurch entstehen. Der Wahnsinn. Es lohnt sich, sich da reinzudenken, und wer also Coin spielen will, auch mit Gandhi, macht ihr absolut nichts falsch. Deswegen also wirklich 9 Punkte für ein geniales Spielsystem, ein super eingearbeitetes Thema und viele, viele Stunden Spielspaß. Es lohnt. Das war's. Ich möchte von euch allerdings mal wissen, wie eure Erfahrung ist mit Coin. Ich weiß, wir haben viele Zuschauer, die Coin gespielt haben, aber ich weiß, es liebäugeln noch einige damit, aber gibt es auch Leute zum Beispiel, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, oder sagen vielleicht jetzt nach der Rezension, würde ich vielleicht mal. Aber das würde mich mal interessieren. Wie ist eure Erfahrung mit Coin und eure Meinung dazu vor allem? Das würde mich auch interessieren, denn ich weiß auch, sage ich mal so, in Hardcore-Wargamer-Kreisen, zu denen ich mich jetzt nicht zähle, ich spiel sehr gerne Wargames, aber es gibt eben auch Fraktionen, die sagen, Coin, nee, muss jetzt nicht. Und deswegen haut mal raus. Ich bin total gespannt, was ihr sagt. Und wenn es euch gefallen hat, hier in diesem Moment jetzt, freue ich mich natürlich über einen Daumen oder auch über ein Abo. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Besten Dank und tschüss.